Moin Giertester, herzlich willkommen zu einem Interview mit Sebastian Lerch, einem Schweißhundführer, der sehr berühmt geworden ist in der letzten Zeit. Und wie es dazu gekommen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Ja, mein Name ist Sebastian Lerch, ich bin 39 Jahre alt, bin gelernter Berufsjäger, führe Schweißhunde seit meinem 12. Lebensjahr. Ja. Du hast auch nicht nur einen Schweißhund, wie ich gesehen habe. Hast du ein paar mehr? Genau. Also aktuell, weil ich im letzten Jahr einen eigenen Wurf hatte, haben wir im Moment 5 Schweißhunde bei uns zu Hause. Von daher ist die Nachsuchenarbeit auch nichts, was du nur so nebenbei mal machst, sondern relativ intensiv. Also kann man schon sagen, die Schweißarbeit ist ein Großteil deines Lebens. Ja, das ist so. Also die Schweißarbeit, die hat mittlerweile oder nicht nur mittlerweile, eigentlich schon seit frühester Jugend, bestimmt mein Leben, ne? Mein Tagesablauf und alles. Und jetzt hast du in der vergangenen Jagdsaison eine Nachsuche erlebt, die nicht alltäglich ist, für dich aber auch, würde ich mal sagen, nicht so außergewöhnlich, aber sie hat für sehr viel Aufmerksamkeit um deine Person gesorgt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was da passiert ist. Ja, also es war dieser besagte 8. Januar, wo dieses Video entstanden ist. Ich möchte dazu eins vorwegnehmen, dass dieses Video eigentlich nur als Beweismittel gedreht worden ist überhaupt. Das sollte eigentlich nur für später folgende rechtliche Konsequenzen dienen. Und ja, also das war, wir wurden dort zu einer Nachsuche gerufen. Es wurde dort am Vortag, dem Samstag, dem 7. Gegen Mittag vom Einzelansitz ein Hirsch beschossen, der deutlich zeichnete, sich vom Rudel absplittete. Und ja, man konnte aber keine Pirschzeichen und nichts finden. Und daraufhin rief man mich an und bat mich um die Suche, die ich dann für den Sonntag, den 8., also für den nächsten Tag auch zugesichert hatte. Und wir kamen frühest dahin, wie das immer bei der Nachsuche ist. Der Schütze war mit bei, der Revierinhaber war mit bei. Wir haben eine Einweisung erhalten und auch, was bis dato schon passiert war mit anderen Hunden. Und ja, wir legten dann meinen Hund zur Fährte. Und der sagte uns trotz fehlender Pirschzeichen ganz schnell, dass es doch ganz interessant ist, dieser zu folgen. Mhm. Ja, um das ein bisschen abzukürzen, die Nachsuche ungefähr, das waren um die 4 Kilometer. Wir hatten bis dato 2-mal Bestätigung, winzigste Bestätigung, die uns der Hund verwies. Und in einem verlandeten alten Torfstich kamen wir dann in diesen Hirsch ran. Mhm. Und der ging hoch und wir schnallten wie immer in so einem Fall dann 2 Hunde, weil wir hatten den alten, ganz erfahrenen Hund als Fährtenhund mit bei und die junge Hündin zum Hetzen. Ja. Und ja, und leider Gottes ging dann diese Hetze über viele Kilometer in diese Ortschaft hinein, wo der Hirsch dann mit den Hunden noch einen 2,5 Meter hohen Zaun überwund, um überhaupt auf dieses Grundstück zu gelangen. Und er verschanzte sich dann dort in diesem Garten. Also der Hirsch ist mit den Hunden in diesen Teich reingeflüchtet und da haben die Hunde ihn dann gestellt. Genau. Und ihr habt GPS an den Hunden, seid dann der Hetze gefolgt, gesehen, dass es dann auf dem Grundstück ist und dann? Also meine Begleiterin, die auch das Video letztendlich gedreht hat, die ist mit einem der Schützen mit dem Auto die Hetze ausgefahren und ich habe diese Hetze zu Fuß gefolgt. Ach, deswegen bin ich auch bedeutend später dort angekommen, wie sie dort war. Und ja, wir fanden dann eben den Hirsch, oder ich fand dann diesen Hirsch so in diesem Gartenteil verschanzt vor. Und das war halt auch ringsum bebautes Gebiet, oder wie kann man sich da das vorstellen? Genau, also das war also mitten in der Dorflage sozusagen. Und man sieht ja auch die Wintergartenfront und die Hausfront, das war also wirklich eine bebaute Front. Dann war alles gepflastert oder mit Steinen belegt um diesen Teich. Und im Hintergrund, was man auf dem Video nicht sieht, da ist dieser 2,5 Meter hohe Wildzaun, der überwunden wurde, ist vom Hirsch und den beiden Hunden. Ne? Mhm. Und der Hirsch wäre auch, selbst wenn er den Gartenteich hätte verlassen, er hätte nicht mehr zurückgekonnt über diesen Zaun. Ja. Also das hätte er mit Sicherheit nicht nochmal bewerkstelligen können. Man sieht dann im Video auch dein Problem, der Entscheidung, was man immer hat, wenn sich wild stellt, schieße ich oder nehme ich die kalte Waffe. Genau. Und letztendlich hast du dich für das Messer entschieden. Und vielleicht erklärst du noch mal, wann man sich wofür entscheidet, weil es sind ja auch nicht alle Zuschauer Hundeführer oder so. Wann ist das Messer die richtige Wahl und wann ist der Schuss dann die richtige Wahl?
Ja, da möchte ich vielleicht so sagen, so als Schweißhundeführer, also die vorhergehende Geschichte, bevor das Video begann, das waren 2,5 Stunden, die schon vergangen waren, die keiner kennt. Mhm. Und man muss sich dann vorstellen, du kommst als Schweißhundeführer dahin, findest die Situation vor und musst dann im Bruchteil von Sekunden entscheiden, was mache ich jetzt. Ja. Ja, du weißt, auf der einen Seite wartest du jetzt Stunden ab mit Polizei und, mhm, steht das ganze Dorf dort, die alle ihr Handy rausholen und, mhm, womöglich auch unschöne Dinge zu dir sagen und auf dich eindreschen. Andererseits weißt du, wenn dieser Hirsch diesen Gartenteich verlässt, kann ja nur noch die Dorfstraße runter und unten ist eine stark befahrene Bundesstraße. Die Dorfstraße, das war so nach Frühstück ungefähr, mhm, so gegen 10:30, 11:00, die Einwohner waren alle fertig mit, ja, Frühstück, die waren teilweise schon auf der Straße unterwegs. Hätte da was passieren können, hätte der Hirsch vielleicht einen verletzt angenommen, mhm, oder wäre auf der Bundesstraße was passiert. Und das sind Sachen, die du als Schweißhundeführer eben wahnsinnig schnell entscheiden musst. Du musst dann abwägen, auch, ja, der Kreatur zuliebe, mhm, auch wenn das vielleicht hart klingt, dass man dem Tier da helfen will mit. Ja. Und ja, als ich mir dann Überblick verschafft habe, man sieht ja auf dem Video ganz kurz, dass ich die Waffe doch mal in Anschlag genommen habe und dann aber ganz schnell gemerkt, das wird hier auf keinen Fall was. Mhm. Und sie dann beiseite gepackt habe und für mich nur noch das Messer in Frage kam. Ja, und es muss im Wasser passieren, ne? Ja, ja. Weil der Fangschuss ist natürlich immer die schnellste mögliche Wahl, das Tier, ja, zu erlösen. Ganz klar, ja. Aber man muss halt auch das Gefahrenpotenzial von so einem Schuss berücksichtigen. Ja. Ja. Und so einen Hirsch an Land festzuhalten, mhm, du wirst sicher gleich nochmal was zu dem Schuss sagen, was der Hirsch dann hatte. Aber das ist natürlich für dich auch gefährlich, ja, und fast auch unmöglich, sag ich mal. Wenn der, ja, wenn der Hirsch noch einigermaßen fit ist, den irgendwie an Land umzuwerfen, mhm, oder festzuhalten, ist selten möglich, ja, und von daher, das im Wasser zu machen, ist weniger gefährlich, aber nichtsdestotrotz natürlich auch für dich, mhm, super gefährlich gewesen. Ja. Ja. Und im Video sieht man auch, dass der Hirsch natürlich nicht sofort nach, mhm, dem ersten Stich verendet. Mhm. Magst du da noch mal kurz was zu sagen, woran das gelegen haben könnte? Genau, also dass dieser Hirsch durch das Abfangen mit dem Messer in dem Wasser einfach nicht so schnell verendet ist wie ein Land, das hat damit zu tun, die Lunge, die konnte keine Luft ziehen, die hat immer Wasser gezogen. Und dadurch hat das natürlich elendlang gedauert, bis dieser Hirsch endlich mal gestorben ist. Ne? Also für mich selbst kam das gefühlt vor wie Stunden. Und ich habe gedacht, das endet nie. Ne? Das Wasser hatte 4 Grad zu dem Zeitpunkt. Ja, danach hatte ich auch eine mega Lungenentzündung. Ja, also das war auch nicht ungefährlich. Also das ganze Vorhaben war nicht ungefährlich. Ich habe mich da schon bewusst in Lebensgefahr begeben, weil das Geweih des Hirsches ist einfach eine Waffe, womit er sich verteidigt. Und man sieht ja in diesem Video auch, wo manche so ein bisschen, ja, jetzt versucht er den zu ertränken. Das mag auf dem Video tatsächlich so aussehen. Ich habe mir das Video 2-3 Mal nochmal ganz in Ruhe angeschaut. Aber in Wirklichkeit habe ich nur die Stangen von mir weghalten wollen. Und nach unten war nun mal Wasser. Das war für mich die einzige Möglichkeit, den überhaupt irgendwie festzuhalten. Ne? Der Hirsch hat ungefähr um die 130, 140 Kilo Lebendgewicht gehabt. Ja. Und die würde mal an Land, also selbst der stärkste Strongman würde das Tier an Land nicht halten können. Ne? Selbst beim Rehbock ist es so, dass in den letzten Todeskämpfen entwickeln die ja eine Kraft, wo man nicht mit rechnen würde. Und bei so einem Hirsch, so einem mittelalter Hirsch, der dann Panik hat, der entwickelt ganz andere Kräfte. Und da kann man als Mensch natürlich nicht viel gegensetzen. Nee. Von daher ist das in dem Fall dann eher Selbstschutz. Ja. Genau. Ja. Dann war er letztendlich tot. Und wo war jetzt der Schuss? Was war das Problem letztendlich? Also der Hirsch, die Verletzung, die ist auf dem Video schlecht zu erkennen oder nur bei genauem Hinsehen. Der hatte einen ganz massiven hohen Hinterlaufschuss. Ne? Also hinten hoch rechts war also der Knochen durchschossen und es hing nur noch an Deckenfetzen, war der Lauf dort befestigt. Ne? Also es war ein schwerer Treffer, den man quasi auch nicht einfach so ausheilen lassen könnte, wie man vielleicht vermutet hat. Ja. Von daher war es eine schwere Verletzung und es ist dann ja letztendlich auch die Pflicht, diesen Hirsch dann nachzusuchen und ihn zu erlösen. Ja. So ist es halt bei Wildtieren, da kommt kein Tierarzt und es gibt keine Prothese. Nee. Das muss halt dann erlöst werden. Ja, Wahnsinn. Dann habt ihr... Kannst du ja vielleicht noch mal kurz was zu dem Hintergrund sagen, warum du oder ihr auf Nummer sicher gehen wolltet und ein Video gemacht habt? Das hat ja auch eine kleine Vorgeschichte. Genau, also aus jüngster Vergangenheit haben wir also öfter solche Erfahrungen gemacht. Also wir haben schon öfters gehabt, dass eben bei der Hetze
dann das verletzte Tier auf befriedete Bezirke eingedrungen ist und wir das dort eben dann auch zu Ende bringen mussten. Und es gab in der Vergangenheit schon tatsächlich aufgrund solcher Vorkommnisse eben Anzeigen wegen bewaffneten Hausfriedensbruch und Tierquälerei. Und da haben wir damals kein Video gemacht. Da waren wir einfach, haben wir Glück gehabt, dass die Sache gut und glimpflich ausgegangen ist. Und nur aufgrund dessen ist diesmal dieses Video überhaupt entstanden, was aber niemals gedacht war, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt. Das war also wirklich eigentlich nur zur Absicherung und Selbstschutz. Ja. Aussage gegen Aussage stehen Richtig. Kann. Und wenn dann jemand, der der Jagd vielleicht nicht so wohlgesonnen ist, da eine Anzeige erstattet und hat noch irgendwelche Zeugen irgendwoher, dann hat man natürlich schnell ein Problem. Ja. Dann habt ihr also das Video gemacht, um euch abzusichern. Mhm. Aber es war ja nie gedacht, es irgendwie zu veröffentlichen. Nee, das war in keinster Weise meine Absicht, ja. Das ist jetzt ja trotzdem irgendwie passiert. Mhm. Magst du irgendwie was dazu sagen, wie, warum das veröffentlicht wurde? Mhm. Kannst du das überhaupt sagen oder ist das, das muss ja irgendwie dann in Umlauf gekommen sein? Genau. Also letztendlich, wie das oder wo der Startpunkt dieses Videos überhaupt ist, das können wir nur schwer sagen. Das wird dann nicht mehr rekonstruierbar sein. Also das Video hat, also es wurde von meiner Begleiterin wurde das Video gedreht und es hat von uns lediglich der Grundstückseigentümer bekommen, der auch der Jagdpächter zufälligerweise war und der Schütze. Okay. Ja, das sind also die einzig beiden Personen, wo wir es verteilt haben. Ne? Ja. Dann ist das Video quasi viral gegangen, kann man sagen. Ich habe es auch von 5, 6 verschiedenen Leuten geschickt bekommen. Und dann ging ja die Misere für dich ja erst richtig los. Mhm. Magst du sagen, was dann passiert ist? Ja, also das war schon, wenn man sowas noch nicht miterlebt hat, war das schon so ein Gänsehautmoment. Mhm. Weil man kriegt dann Post aus aller Welt ohne Absender. Und die Texte, die da drin sind, sind nicht schön. Und wenn da drin steht, ja, wir wissen, dass du 2 Söhne hast und der Kleine geht dort in den Kindergarten und der Große geht dort in die Schule, dann ist das schon nachdenklich und bewegend, ne? Wie man seine Familie jetzt dort auch noch irgendwie bestmöglich schützen kann. Ne? Ja, also du hast Drohungen, Beschimpfungen gekriegt und das nicht nur aus Deutschland, sondern aus europaweit, wie du gesagt hast. Ja. Innerhalb weniger Tage, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie sowas, wo du ja nur hilfst, jemanden, da dessen Problem zu lösen, wie das dann dazu führt, dass du und deine Familie bedroht werdet, das ist schon heftig. Und wer hat dich denn da bedroht? Also Peter oder so würde man sich ja als erstes denken, aber es war ja nicht so. Nee, also das war für mich eigentlich auch sehr erschreckend und da bin ich bis heute auch eigentlich schwer erschüttert drüber. Es war eigentlich nicht die nicht jagende Bevölkerung, also die Leute, die nichts mit Jagd zu tun haben oder die Tierschutzorganisationen wie Peter, sondern es waren eigentlich unsere eigenen Reihen, die Jägerschaft. Die waren eigentlich die Schlimmsten und da kamen eigentlich auch die schlimmsten Briefe und auch Beschimpfungen und Drohungen und sowas her. Ne? Ja. Kannst du dir einen Grund vorstellen, warum es jetzt Jäger waren? Was ist deren Motivation? Vielleicht ist da doch mehr Fachkenntnis einfach hinter über die Sache, die da geschehen ist. Vielleicht da Unverständnis oder Unwissenheit. Ja, weil wie viele Leute haben wirklich mal eine richtige Nachsuche aus der Jägerschaft wirklich mal miterlebt? Und ich spreche jetzt nicht von, wir machen mal eine 200 Meter Todsuche. Das ist für mich als Schwerson für eine begleitete Bergung. Ja. Das ist für mich eigentlich keine Nachsuche. Ja, vielleicht rührt es daher. Vielleicht ist es auch Neid. Ja, das ein großer Faktor ist. Ich mache nun sehr viele Nachsuchen im Jahr und bin dadurch auch relativ bekannt. Und wo viel Sonne scheint, ist eben auch manchmal Schatten. Ne? Ja. Auf jeden Fall eine heftige Sache. Letztendlich wurde ja festgestellt, dass dir nichts vorzuwerfen ist, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten und der derzeitigen Einschätzung alles richtig gemacht hast. Ja. Aus meiner Sicht wäre es da auch nicht möglich gewesen, den Hirsch irgendwie aus diesem Teich rauszulassen und dann irgendwie zu schießen, in einem befriedeten Bezirk zu schießen, ist, glaube ich, eher das letzte aller Mittel, wenn es wirklich um das eigene Leben geht. Von daher habe ich in dem Video auch nichts gefunden, was ich irgendwie groß hätte anders gemacht. Gibt es was du jetzt anders machen würdest? Irgendwie, so im Nachhinein ist man ja öfter schlauer.
Was wäre da deine... Natürlich hat man nach so einer Geschichte immer eine wahnsinnige Selbstreflexion. Und die habe ich in allen Dingen, die ich tue, mache als Schweißhundeführer. Ja, auch wenn, wenn man mal ein Stück nicht bekommen hat, geht es immer, hat man alles gemacht, hätte man dann das machen müssen. Also da bin ich sehr, sehr akribisch. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich oft erfolgreich bin, wo andere nicht zum Ende kommen. Und im Nachhinein, also kann ich dazu eins sagen, ich würde es jederzeit genauso wieder tun, wenn ich in so eine Situation komme. Ich habe das in der Vergangenheit so gemacht und wenn das morgen wieder so wäre, würde ich das auch wieder ganz genauso machen. Das möchte ich auch ganz klar nach außen kundtun, weil es gab oder es gibt für mich keine andere Situation oder Möglichkeit, in so einer Situation das zu beenden. Ne? Ja. Und es muss nun mal beendet werden. Ja. Ich kann den nicht einfangen und kann ihn zum Tierarzt bringen oder komm, wir jochen dich oder wir jagen dich wieder über den Zaun, verleiden noch mehr Qualen und Schmerzen. Ja. Ja. Also wenn man als Schweißhundeführer habe ich das schon sehr oft gesehen, weinendes Rotwild, also wenn man das erlöst hat und man guckt in die Lichter von so einem Stück und man sieht, wie die Tränen richtig aus den Augen kommen, das ist schon sehr, sehr bewegend. Und ich glaube, das sollte so mancher Jäger auch mal erleben und auch mal mitmachen, um überhaupt zu wissen, was für Leid was man verursachen kann. Ne? Ja, du hast auf jeden Fall einiges über die Jägerschaft gelernt. Ja. Und es waren interessanterweise nicht nur, sag ich mal, Normaljäger, sondern auch Schweißhundführerkollegen, die da viel bemängelt haben. Ja, da lernt man die Leute dann nochmal ganz anders kennen. Ja. Es war ja sogar so weit, dass sogar Schweißhundeführerkollegen, also Peter, darauf aufmerksam gemacht haben und haben denen das Video geschickt. Ne? Und das wäre sogar also nachzuweisen. Das ist jetzt nicht irgendwas gesagt, weil wir es sagen, sondern das können wir beweisen. Ne? Ja. Und das ist schon heftig, was da alles unternommen wurde, um einem alles zu nehmen. Ne? Ja. Wie stehst du denn dann allgemein zur Veröffentlichung von Nachsuchen, Material, Medien, sag ich mal? Ja, also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass man in der heutigen Zeit schon der Bevölkerung und auch den Jägern, dass man die viel mehr da sensibilisieren müsste für das Nachsuchen eben auch eine Seite der Medaille der Jagd ist. Ne? Ja. Also nicht nur die schönen Erlegerbilder und wenn alles gut gegangen ist, sondern diese Nachsuchengeschichte, die ja sehr oft im Verborgenen stattfindet, müsste man schon eine Lösung finden, wie man das näher bringt und dass das auch eine Normalität der Jagd ist. Ja? Auch wenn das nicht schön ist. Das, also wir wollen das überhaupt nicht schönreden und es macht mit Sicherheit auch keiner mit Absicht einen schlechten Schuss. Nur wenn es passiert, dann muss man auch sagen, gut, jetzt ist mir menschlicher Fehler unterlaufen oder das Gewehr hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich aber alles daran tun oder unternehmen, dass ich meinen Fehler wieder ausbügeln kann. Und Gott sei Dank gibt es solche Jäger mit ihren Hunden, die da Tag und Nacht für bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, ihre Familien zu Hause zu lassen. Und wenn andere Heiligabend mit ihrer Familie unter Weihnachtsbaum sitzen, habe ich schon oft in der Tierklinik verbracht und um das Leben meines Hundes gebangt. Ja, das muss man schon mögen. Und ich glaube, das ist auch kein Hobby, sondern das ist einfach ja, eine Lebenseinstellung. Ja. Ne? Ja, mit 5 Schweißhunden und ein paar hundert Nachsucheneinsätzen im Jahr ist das, glaube ich, auch kein Hobby mehr. Da bringst du wahrscheinlich mehr Zeit zu als die meisten auf ihren Job. Das ist so. Von daher, Hut ab für deine Arbeit, weil die meisten Jäger und auch ich bin nicht in der Lage, wenn ich ein Stück krank schieße, das selber halt nachzusuchen. Von daher muss es so Leute wie dich geben. Ja. Und letztendlich bringst du mit deiner Erfahrung ja auch die Professionalität mit, eben so schwere Situationen wie da zu lösen. Und seien wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns und auch sicher ich wären damit komplett überfordert gewesen, weil wir eben nicht so deine Erfahrung haben. Ja. Ganz klar. Und umso weniger verstehe ich die große Kritik, die da laut geworden ist. Und dass man da dann auch den Schritt geht, dich anzuzeigen, ist die eine Geschichte, dir dann persönlich und deiner Familie zu drohen, ist so ziemlich das Letzte, was ich mir vorstellen kann. Selbst wenn ich gar nichts mit der Jagd zu tun hätte und das nicht verstehen würde und das vielleicht auch schlecht finden würde, was in dem Video passiert ist, wäre mir nicht eingefallen, die Person dann anzuzeigen. Aber so ist es passiert. Ja. Und so ist mal wieder ein Schritt schlauer geworden. Umso mehr finde ich beeindruckend, dass du nicht dagegen bist, sowas zu veröffentlichen. Und nochmal vielen Dank, dass du überhaupt an dem Interview teilnimmst und nicht das ganze Thema komplett irgendwie vergessen und abblocken willst. Vielen Dank dafür. Bitte, bitte. Und ich hoffe, dass es nicht nochmal vorkommt, dass irgendwie
deine Passion, die du für andere Jäger einsetzt, da irgendwie zu führt, dass sowas nochmal passiert. Ja. Hoffen wir, dass es ruhiger bleibt. Also ich sage, ich habe immer so einen Spruch, den Fährtenwille, den ich bei der Nachsuche am Tag lege, den so lebe ich eigentlich auch. Und wenn ich eine Sache angehe, dann wird das bis zum Ende durchgezogen und ich lasse mich von diesem kleinen Gewitter, was da aufgezogen ist, mit Sicherheit nicht, werde ich mich nicht zurückziehen und werde damit aufhören. Im Gegenteil. Vielen Dank. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet die ganze Situation besser verstehen, als ihr es vielleicht bisher verstanden habt. Mein Appell an euch, wenn ihr eine Nachsuche fabriziert habt, ist das kein Weltuntergang. Man sollte daraus lernen. Man sollte solche Profis wie Sebastian anrufen und von denen vor allem lernen. Ich kann nur empfehlen, da mal mitzugehen. Da lernt ihr super viel über die ganze Nachsuchenarbeit und auch über die Jagd und wie sie sein kann. Nehmt da jede Information mit, die ihr kriegen könnt. Und ich hoffe, das hilft der Jägerschaft in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und ja. Vielen Dank. Bitte, bitte.